Hast du abstehende Ohren und stören dich deine Ohren, die einfach nicht ganz perfekt am Kopf anliegen und würdest du gerne wissen, was man da tun kann und welchen Techniken es gibt? Dann pass gut auf, in diesem Video erkläre ich dir alles, was du dazu wissen musst. Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Doro Klinik. In diesem Video möchte ich dir gerne erklären, was man alles gegen abstehende Ohren machen kann und was es genau mit der ganzen Behandlung auf sich hat. Abstehende Ohren sind ein Thema, das beschäftigt schon viele Leute im frühen Alter. Oft haben Kinder schon abstehende Ohren oder natürlich ist es eine angeborene Sache und deswegen sieht man es bei Kindern natürlich schon. Und da überlegt man schon immer, wann ist der richtige Zeitpunkt, das operieren zu lassen. Bei Kindern fängt die Problematik häufig so im Einschulungsalter an, weil man dann Angst hat, dass die Kinder gehänselt werden. Und dann, je älter man wird, je älter die Kinder werden, desto mehr ist es ein Thema. Gerade bei Mädchen ist es natürlich was, was dann häufig nicht ins Schönheitsideal reinpasst und deswegen auch mal Anlass sein kann für Hänseleien. Und aber auch bei erwachsenen Menschen ist es sowas, wo man einfach drunter leiden kann, weil es einfach das Aussehen vom Gesicht beeinträchtigt und deswegen schon als Makel wahrgenommen werden kann. Auch bei Männern kann das was sehr Charakteristisches sein, was man auch mal manchmal ein Markenzeichen sein kann, aber es kann auch wirklich störend sein. Und das hängt von jedem Menschen selber ab, ob er sagt, mich stört's oder mich stört's nicht. Ich selbst, das seht ihr, habe auch ein bisschen abstehende Ohren. Mich hat es nie groß gestört, aber es ist auch nicht so extrem ausgeprägt. Das Ziel dabei ist es, dass man die Ohren einfach auf eine natürliche Art und Weise anlegt, sodass es ein harmonisches Bild ergibt. Dass die Ohren dürfen nicht total angeklatscht sein und sie sollten in allen Regionen gleichmäßig angelegt sein. Es gibt auch Ohrdeformitäten, wo das ganze Ohr zu groß ist oder wo auch nur das Ohrläppchen zu groß ist oder nur das Ohrläppchen zu weit absteht. Das sind dann wieder Sonderformen, die man dann wieder getrennt betrachten muss. Zuerst ist eben wichtig, dass man die Ohren untersucht, dass man das im Zusammenhang mit dem ganzen Gesicht sieht und dann schaut, was eigentlich genau die Problematik ist. Denn es gibt ganz verschiedene Formen von abstehenden Ohren. Du siehst es hier auf dem Bild. Es kann sein, dass das komplette Ohr absteht, wie es jetzt eher bei mir der Fall ist. Es kann sein, dass nur der obere Bereich vom Ohr absteht, dass nur der mittlere Bereich absteht. Oder wie gesagt, es kann auch mal sein, dass es nur das Ohrläppchen ist, was nicht ganz in perfekter Form ist. Und jede Art von abstehenden Ohren muss auf eine andere Art operiert und behandelt werden. Und da siehst du schon, dass Standardtechniken, dass wenn behauptet wird, alles kann man mit ganz einfachen Fadentechniken behandeln, das kann irgendwie nicht ganz sein, weil eben ganz verschiedene anatomische Strukturen auch die Ursache sind für solche abstehenden Ohren. Wenn wir uns mal die Anatomie vom Ohr anschauen, dann sehen wir, das ist doch relativ kompliziert. Da gibt es viele, viele lateinische Begriffe für alle möglichen kleinen Strukturen am Ohr. Und eben gerade die Falte hier ist ein ganz, ganz wichtiges charakteristisches Teil vom Ohr und die ist häufig bei abstehenden Ohren auch ein bisschen verstrichen und es geht darum, die Falte neu zu formen. Und der zweite Punkt ist der Knorpel, der hier im Ohr drin sitzt. Den sieht man hier nochmal dargestellt. Das ist also das Knorpelgerüst vom Ohr. Das Ohrläppchen selber hat keinen Knorpel drin. Und der Knorpel ist eine relativ harte Substanz und die kann auch von Mensch zu Mensch sehr variieren von ihrer Härte. Manche Menschen haben einen Knorpel, den kann man schon kaum biegen und da muss man sehr, sehr viel am Knorpel selber ändern, weil man den nicht einfach nur durch Fäden biegen kann und manchmal ist einfach zu viel Knorpel da. Das ist vor allem bei den abstehenden Ohren, die hier im mittleren Bereich abstehen. Da muss man häufig hier vom Knorpel wirklich was wegnehmen, um das Ohr dann auch entsprechend anlegen zu können. Dabei kommt immer wieder der Punkt auf Alternativen zur OP. Das Skalpell sieht keiner gern, alle haben Angst davor. Am schönsten wäre es, man könnte auf das Schneiden ganz verzichten. Es gibt eine einzige kleine Ausnahme, wo man auf die OP verzichten kann oder wo man es versuchen kann und das sind neugeborene Kinder. Wenn man da sieht, dass ganz junge Kinder abstehende Ohren haben, dann kann man mit einem Kopfverband das Wachstum so steuern, dass der Knorpel sich formt und dass die Ohren dann später weniger abstehen. Bei Erwachsenen funktioniert das aber schon nicht mehr. Und weil eben das Ohr so komplex aufgebaut ist, sind so Techniken, wo man mit kleinen Clips oder mit kleinen Fäden, ohne zu schneiden, versucht, das Ohr zu verbiegen,
so dass sie einfach kein schönes Ergebnis bringen. Man kann dann eben nur an bestimmten Stellen biegen, aber man kann nicht das ganze Ohr näher an den Körper anlegen oder an den Kopf anlegen und dadurch wird es nie ein schönes harmonisches Ergebnis geben. Wie wird jetzt die OP überhaupt gemacht? Man versucht natürlich bei jeder Ohrkorrektur die Schnitte nicht vorne im sichtbaren Bereich zu machen. Man versucht immer hinter dem Ohr zu schneiden und das geht auch in 99% der Fälle. Das heißt, nur hier hinter dem Ohr wird der Schnitt gemacht und von dort kann man an den Knorpel rangehen, ihn so formen, kann auch noch ein bisschen Haut wegnehmen, kann Fäden legen, um die Falten entsprechend wieder zu formen. Und dabei gibt es eben verschiedene Techniken und man sieht es jetzt hier an dem Bild, wenn man einfach nur an einer Stelle drückt oder zieht, dann entsteht ein unnatürliches Bild wie hier. Das Ohr ist dann oben angeklatscht, aber unten steht das Ohrläppchen umso mehr weg. Und deswegen braucht man verschiedene Techniken, die man kombinieren kann. Die OP selber, die wird durchgeführt, natürlich unter sterilen Bedingungen, in einem OP mit entsprechendem Personal. Aber dabei kannst du ja entspannt schlafen. Die OP wird mit verschiedenen Schritten durchgeführt, die aber alle so sind, dass du sie nicht mitbekommst, weil du ja schläfst in Dämmerschlaf oder in Vollnarkose. Dabei wird das ganze Ohr manchmal angelegt als erster Schritt, dass man schon mal so eine leichte Rotation, sagen wir, vom Ohr an den Schädel hinbekommt. Und danach kann man noch aus dem Knorpel im hinteren Bereich einen kleinen Halbmond entfernen, um den mittleren Teil vom Ohr noch weiter an den Kopf anzulegen. Dann als dritter Schritt wird dann die obere Ohrfalte geformt, das heißt anlegen, mittleren Teil reduzieren, Ohrfalte formen und als letzten Teil kümmert man sich noch um das Ohrläppchen auch entsprechend dann anzulegen. Und dann gibt es ein richtig schönes, umfassendes Ergebnis, was auch natürlich aussieht. Der Knorpelhalbmond, das sieht man hier. Von hinten sieht man den Knorpel und wenn jetzt hier zu viel Knorpel da ist, einfach zu viel Gerüst, was das Ohr so nach vorne drückt, dann nimmt man hinten so eine kleine Spange raus und damit ist dann der Teil vom Ohr verkleinert und das Ohr legt sich in dem Bereich weiter nach hinten und es sieht schon mal viel besser aus. Nahttechniken spielen schon eine Rolle, aber nur nachdem der Knorpel entsprechend geschwächt worden ist. Der Knorpel ist in den meisten Fällen relativ hart und wenn man einfach nur Nähte setzen würde, dann würde der Knorpel sich nach einer Zeit wieder zurückbewegen in die alte Form. Und deswegen kann man mit verschiedenen Techniken den Knorpel weicher schleifen, etwas ausdünnen, um dann den dünneren Knorpel leichter formen zu können und dann wächst er auch fest in der neuen Position und es gibt auch ein dauerhaftes Ergebnis. Die Ergebnisse, das heißt die schönen Ergebnisse, die harmonischen, die natürlichen Ergebnisse, die erreicht man eben nur durch eine Kombination aus verschiedenen Techniken, um alle Bereiche vom Ohr von oben bis unten wieder richtig schön natürlich zu formen. Die Frage ist auch immer, wie stark sollen die Ohren überhaupt angelegt werden? Und das macht keinen Sinn, die Ohren komplett an den Schädel dran zu bringen, sodass man super stromlinienförmig aussieht. Das ist einfach nicht mehr natürlich. Man muss schon von vorne noch ein bisschen was vom Ohr sehen, sonst sieht das auch nicht vernünftig aus. Die Nähte, die wir hinter dem Ohr setzen, an dem kleinen Schnitt, von dem wir die ganze OP aus machen, die sind immer komplett resorbierbar. Das heißt, man muss im Nachhinein dann keine Nähte mehr entfernen. Und das ist auch sehr, sehr bequem für die Patienten, dass man auf den Schritt schon mal verzichten kann. Das Ganze wird, wie vorher schon gesagt, in Narkose gemacht oder in Dämmerschlaf. Dauert so etwa 1,5 bis 2 Stunden, weil es ja schon 2 getrennte Ohren sind. Jedes Ohr braucht etwa 1 Stunde und vor allem, weil es natürlich verschiedene Schritte sind. Und die braucht man aber, wie gesagt, um ein natürliches Ergebnis zu erreichen. Schmerzen hat man danach in der Regel keine schlimmen, dafür gibt es Schmerztabletten. Das ist also eine relativ lockere OP. Die Risiken, davor haben alle Angst bei OPs, kann da was schief gehen, kann das irgendwie schlimm sein. Es gibt wie bei jeder Operation Risiken, deswegen ist es wichtig, dass es ein Profi macht, dass man es unter ganz sterilen Bedingungen macht und vor allem eben, dass man die einzelnen Schritte schön sorgfältig einhält und nicht versucht, mit einer Standardtechnik alles in eine Form reinzupressen. Ein Klinikaufenthalt ist in der Regel nicht erforderlich, aber das kann man immer auch gerne machen. Wenn du jetzt sagst, ich fühle mich wohler, wenn ich nach der Narkose nochmal eine Nacht in der Klinik übernachte, dann ist das gar kein Problem und kann auch so gemacht werden. Du kannst aber auch natürlich direkt danach nach Hause gehen.
Für eine Woche solltest du so einen Verband tragen. Der hat sich bei uns sehr bewährt, so eine Maske, weil die nicht verrutschen kann. Stirnbänder haben den Nachteil, dass sie schnell verrutschen und dann ist der Druck auf dem Ohr nicht mehr ganz optimal und dadurch kann es nicht so gut verheilen. Mit so einer Maske bist du ganz entspannt, egal ob du liegst, schläfst oder was du auch immer machst, ist dein Ohr perfekt geschützt. Das Ergebnis, auch wie hier siehst du, kann man sehr, sehr schön harmonisch gestalten. Hier ist es so, die Patientin hat, wir haben das explizit vorher besprochen, wie stark das Ohr angelegt werden soll und wie das geformt werden soll. Und so hat es genau ihrem Wunsch entsprochen, dass es einfach natürlich von vorne noch sichtbar ist und dass das Ohr im ganzen Bereich einfach leicht angelegt ist. Die Auswahlzeit, die du hast, ist im Endeffekt so lange, wie du den Verband tragen musst. Das heißt, eine Woche. Länger musst du nicht ausfallen, du kannst auch nach einer Woche wieder vorsichtig anfangen Sport zu machen. Natürlich kein Vollkontaktboxen oder andere Sportarten, wo das Ohr direkt betroffen sein kann. Aber wie gesagt, der Verband kann nach einer Woche abgelegt werden und wenn du jetzt deinen Mitmenschen, deinem Umfeld, deinen Arbeitskollegen sagst, dass du eine Ohrenoperation hattest, dann könntest du theoretisch schon am nächsten Tag wieder arbeiten gehen, mit dem Verband natürlich auf. Die große Frage ist auch immer, in welchem Alter soll man die Ohrkorrektur durchführen? Bei kleinen Kindern sagt man, dass man es am besten vor der Einschulung macht, damit man Hänseleien vermeidet. Vorher ist es noch ein bisschen früh und danach kann es aber einfach in jedem Alter durchgeführt werden und zwar dann, wenn es dich stört. Wir haben auch Patienten, die kommen im mittleren oder im späteren Lebensalter und sagen einfach, ich habe so lange vor mir hergeschoben, habe es mich nie getraut, meine Eltern wollten es nicht bezahlen oder wie auch immer und die möchten sich das dann einfach gönnen und auch da kann das noch sehr, sehr viel Lebensqualität und sehr viel Lebensfreude stiften. Die Kosten für eine Ohroperation sind so, dass die im Bereich zwischen 3.500 und 5.500 Euro liegen können, je nachdem, wie komplex die Operation ist, welche Schritte genau durchgeführt werden müssen. Und im schlimmsten Fall, wenn es mal noch aufwendiger ist, wenn das Ohr noch verkleinert wird, kann es auch noch drüber rausgehen. Das ist aber am besten, wenn man das ganz individuell abklärt und bei dir schaut, was deine Voraussetzungen sind und was du genau für eine Operation für deine Ohren brauchst. Man kann natürlich auch nur einseitig operieren, das geht im Zweifelsfall auch auf jeden Fall, wenn nur ein Ohr absteht. Eine große Frage ist immer, zahlt die Krankenkasse denn den Eingriff? Die Krankenkassen sind heutzutage wirklich geizig geworden, das muss man sagen. Die sind sehr, sehr zurückhaltend, irgendwelche Sachen, die mit dem Aussehen zu tun haben, zu bezahlen. Man muss auch sagen, ich verstehe die Krankenkassen auch wirklich, denn es ist so schön, dass wir in Deutschland ein Krankensystem haben, wo Patienten mit schweren Krankheiten, mit Unfällen, mit allem voll versorgt sind. Und wenn die Krankenkassen sehr viel Geld ausgeben würden für kosmetische Korrekturen, die natürlich schon belastend sind, aber dann würden die Krankenkassen wahrscheinlich unendlich teuer werden und es wäre nicht mehr finanzierbar. Deswegen rechne einfach damit, dass die Krankenkassen nichts bezahlen, gönn es dir einfach selber, spar zusammen, Ratenzahlungen sind auch immer möglich und dann kannst du die OP für dich selbst machen lassen. Du fragst dich, wann kann ich wieder arbeiten, Sport machen, in den Urlaub und schwimmen? Das meiste haben wir schon abgehandelt, eben arbeiten und Sport machen wieder nach einer Woche. In den Urlaub im Endeffekt auch, einfach noch ein bisschen vorsichtig sein mit Sonne, mit Wärme. Schwimmen, das solltest du erst nach 4 Wochen wieder machen, wenn wirklich alles gut verheilt ist. Wann ist der beste Zeitpunkt für so eine Operation? Dabei ist es eigentlich völlig egal, ob die OP im Sommer oder im Winter durchgeführt wird. Einfach dann, wenn es für dich in deinen Alltag reinpasst. Es ist auf jeden Fall gar kein Problem, das auch im Sommer durchführen zu lassen. Wenn du da gerade Urlaub hast, wenn es für dich da gerade passt, dann ist das auch gut im Sommer möglich. Welcher Arzt der richtige für dich ist, das ist eine schwierige Sache bei der Ohrenkorrektur. Es gibt viele Hals-Nasen-Ohrenärzte, die machen hervorragende Ohrkorrekturen, weil es in deren Fachgebiet liegt. Es gibt viele plastische Chirurgen, es gibt auch viele Kiefer- und Gesichtschirurgen, die den Eingriff machen. Im Endeffekt solltest du einfach zu einem Arzt gehen, der sich hauptsächlich schwerpunktmäßig mit ästhetischen Korrekturen beschäftigt und der einfach sehr, sehr viele Ohrkorrekturen durchführt, damit er da die Professionalität und die Routine hat. Und das merkst du schon bei der Beratung, eben ob er auf die verschiedenen Punkte eingeht, ob er auf die einzelnen Teile vom Ohr eingeht und auch versteht, wie komplex es ist, so ein Ohr, was eben an verschiedenen Stellen kleine Behandlungen braucht, perfekt und harmonisch operieren zu können.
Wo die richtige Klinik ist, da kann ich dir nur ans Herz legen, geh nicht zu weit weg, schau, dass du das die Klinik in 2-3 Stunden mit dem Auto erreichen kannst. Das macht es viel, viel einfacher für die Nachsorge. Dann ist der Arzt auch erreichbar, wenn mal irgendwas sein sollte in der Nachphase. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und auf jeden Fall sollte keine Sprachbarriere da sein und du solltest dich einfach wohlfühlen und mit dem Arzt ganz locker unterhalten können. Mein großer Tipp ist, wie immer, trau dich, wenn dich deine Ohren stören, wenn deine Ohren für dich zu abstehend sind, dann quäl dich nicht so lange. Lass dich beraten, informier dich, was für deine Ohren das Richtige ist, was die richtige Therapie ist und dann kannst du das Ganze angehen und du wirst merken, du fühlst dich so viel wohler, wenn es dich gestört hat. Es ist einfach eine schöne Sache, auch das dann einfach in Angriff zu nehmen. Ganz liebe Grüße von mir. Wenn du noch mehr Infos brauchst, dann geh einfach auf unsere Webseite, schau dort nochmal nach oder mach doch direkt einen Beratungstermin bei uns aus. Liebe Grüße und alles Gute!